Na? Na? Hey Schatz, alles gut bei dir? Hi Liebling, na? Wie war die Nachtschicht? War ziemlich anstrengend, aber ist schon okay. Wie war's mit den Kindern? Ja, ist leider einiges passiert. Setz dich doch kurz, dann mache ich dir eine Übergabe. Alles klar. Also als erstes hätten wir da Zimmer 1, die kleine Toni, 7 Jahre. Die von gestern? Kennst du ja. Ja, die ist gestern mitten im Schnupfen und erhöhter Temperatur aus der Schule wiedergekommen. Die kriegt jetzt erstmal morgens und abends Ibu und bleibt erstmal zur Beobachtung hier. Okay, Schnupfen, hat die irgendwie Auswurf, Gliederschmerzen, Schüttelfrost, irgendwas in die Richtung? Nee, also somatisch ist da nichts, aber die ist irgendwie krass verhaltensauffällig. Verhaltensauffällig? Okay, sollen wir da irgendwie eine ADHS-Diagnostik machen, oder? Ja, finde ich, glaube ich, nicht schlecht. Okay, mache ich. Wer ist nochmal in Zimmer 2? Ja, Zimmer 2, Janina, 14 Jahre, menstruiert gerade. Okay. Ist gerade an Tag 4, Hormone waren etwas auffällig. Ja, also mit der ist auch echt schwer zu sprechen. Die hat irgendwie so eine Hyperfixation auf mobile Endgeräte. Vielleicht müssen wir die auch echt mal umlagern. Ich habe da langsam Verdacht auf die Kubischuss. Die hat sich echt ewig nicht bewegt. Okay, hast du da schon irgendwas gemacht, oder? Nee, ich weiß echt nicht, wie ich mit der umgehen soll. Vielleicht kannst du ja mal versuchen, mit der ein edukatives Gespräch zu führen. Edukatives Gespräch, okay. Ich kann es versuchen, ja. Wer war nochmal in Zimmer 3? Ja, Zimmer 3 haben wir Johannes, 18 Jahre, Zustand nach Broken Heart. Ja, die Mia hat gestern Schluss gemacht. Der war mit seinen Jungs gestern noch echt lange bei der Gruppentherapie im Magendoktor. Vielleicht müssen wir da mal einen Toxurin machen, der ist echt spät nach Hause gekommen. Alles klar, da weiß ich Bescheid, danke. Mama, Papa. Jetzt nicht, Toni, wir machen gerade eine Übergabe. Aber ich glaube, ich muss mich auch übergeben.